Ja, jetzt? Naja, und wenn wir durch Finnland durch sind, rubbeln wir Finnland frei. Also erst in, okay. Oder soll ich schon... Na, ich meine, jetzt sind wir hier irgendwo. Auf dem Weg Richtung Norden haben wir jetzt einen Platz gefunden, wo wir uns duschen können. Das haben wir via Park for Night gefunden und die Möglichkeit nutzen wir natürlich jetzt sofort. Und das Allerlässigste, das muss ich euch jetzt sagen, erlebt man immer öfters, dass man bei den Parkplätzen Strom dabei hat. Du parkst da und steckst einfach an. Es ist immer Strom drauf, du kannst immer dein Auto laden. Und das werden wir jetzt machen. Schlauerweise habe ich da mein Verlängerungskabel drin. Und der Stecker, der eigentlich meistens immer zu kurz ist, den hätte ich ruhig ein bisschen länger machen können. Das Bundle auf. Und dann. Nein, sie haben zugesperrt. Scheiße! Genau da, wo ich stehen geblieben bin, die zwei sind gesperrt, die Kästen, aber ein paar Meter weiter hinten, die sind offen und da stellen wir uns jetzt hin, damit wir, während wir uns duschen, die Akkus ein wenig aufladen können, weil die waren gestern schon ein bisschen entladen, weil wir ständig ein extrem bewölktes Wetter haben und halt über die Solaranlagen momentan absolut nichts reinkriegen. Und das sind Sachen, die man einfach nutzen muss. Wenn wir was gelernt haben, Möglichkeiten nutzen, wenn sie da sind. Genau. Nummer 4. Nicht rumfahren. So. Das heißt, wir haben da unser Kastel mit den blauen Stecker und die FIs, die wir dann aufdrucken. Jetzt gehen wir uns duschen. Ein Genuss war das. Super gut. Ja, man fühlt sich einfach wieder so wohl. Ja. Jetzt gehen wir ein wenig, jetzt einmal ein wenig Jaus nennen und dann. Kirpis. Kirpis. It's Kirpis time again. Dass man mal kurz einen Überblick hat, wo wir jetzt momentan uns befinden. Wir sind heute in der Nähe von Nurmes weggefahren. Einfach mal da jetzt zum Einkaufen, wo wir momentan uns befinden. Und fahren jetzt dann nochmal für circa eine Dreiviertelstunde zu dem See da rauf, wo wir dann da in dem Bereich nochmal einen ganz netten Platz gefunden haben. Und da fahren wir jetzt dann gleich einmal los und schlagen halt das Lager für die Nacht auf. Bin ich
Tick-Tack. Wir sind nicht Tick-Tack. Ach, wir haben nur Kreuz. Und jetzt machen wir mal ein kleines, gemütliches, nein, wir machen ein groß gemütliches Feuer. Und dann kochen wir uns was zum Essen. Das ist auf jeden Fall so eine Art Halloumi-Käse, den man auf dem Feuer macht in Lappland, in diesen Grillhütten mit ganz viel Sahne drumherum. Und eigentlich isst man dazu Moltebeerenmarmelade. Haben wir nicht, deswegen essen wir die Zwetschgen vom Andi. Das ist nur eine Art übrigens, das zu essen. Es gibt tatsächlich Leute, die sich so Stückchen von diesem Käse in den Kaffee schmeißen und den dann so rauslöffeln. Sehr geil. Wir sind eine halbe Stunde nördlich von Sumu Salmi und schauen uns jetzt die Silent People Army an. Und was die Silent People Army ist, das zeige ich euch jetzt. Schönen guten Morgen. Wie man meiner Frisur erkennen kann, bin ich gerade aufgestanden. Und wie man an den Daunenjacken erkennen kann, ist eigentlich schon dementsprechend kalt. Wir haben heute in der Nacht 2 Grad gehabt. Es läuft eigentlich jetzt die Standheizung schon jeden Tag ein bisschen. Ja, es wird frisch. Wir sind weit im Norden und ja, kalt ist.
Wir gehen heute zu einem Platz, der heißt Elemis. Übersetzt heißt das der Platz, wo eine Sauna ist. Guten Morgen. Hallo. Wo eine Sauna ist und ein Lavu. Und der soll angeblich wunderbar, wunderschön sein. Und den schauen wir uns heute an. Und saunieren. Und saunieren. Very well. Ah, das ist ein gigantisches Viech. Ein Wespenstich bei plus 2 Grad. Also wir haben jetzt genau noch so eine Handvoll Holz. Und jetzt hoffen wir, dass wir mit dem die Sauna warm kriegen. Wir werden es sehen. Wir probieren es einmal. Sauna ist einfach immer wieder voll geil. Ja, es ist echt nicht immer ganz einfach. Die Plätze sind unterschiedlicher, wie es nicht sein können. Diesmal zum Beispiel haben wir kaum Holz gehabt. Wir haben uns trotzdem noch die Sauna so anzünden können, dass wir zweimal richtig gut sauniert haben. Dann, wenn wir beide gegessen haben, gehen wir wieder zum Auto zurück, erfrischt und tiefengereinigt. Wir haben heute den typisch finnischen Tag mit im Wald rumrennen, in die Sauna gehen und sich dann über dem Feuer ein Würstchen grillen. Wahrscheinlich, ob das die Finnen schon mal in der Sauna gemacht haben, so wie ich jetzt, keine Ahnung. Aber Not macht erfinderisch, das Holz reicht halt nicht mehr für ein anderes Feuer. Und sie essen aber auch nichts dazu. Es gibt halt einfach Wurst mit. Es gibt einfach Wurst auf dem Stecken. Mit Sinapi. Mit Sinapi. Sinapi haben wir nicht. Ja, wir haben einfach ständig die absolute Outdoor-Erfahrung da. Wir dann entweder Holz hacken, wandern gehen, in die Sauna gehen. Wir sind ständig draußen. Es ist echt eine total schöne Erfahrung. Und ob es jetzt die finnischen Spezialitäten sind, wie den Käse, was wir da vorher extrem genossen haben, oder die Saunen, die wir in verschiedenster Weise antreffen, es ist absolut die Erfahrung wert. Sucht euch, wenn es in Finnland seid, entweder geht es in Uima-Hallis, was Schwimmbäder sind, wo man um 3 Euro teilweise den Eintritt in die Sauna kriegt mit Duschmöglichkeiten und Schwimmmöglichkeiten. Oder ihr sucht euch welche von den wenigen freien Plätzen, wo einfach eine Sauna steht, die heizt man sich selber ein und dann genießt man einfach meistens oder eigentlich immer ist ein See daneben, meistens eiskalt, wo man sich dann reinhauen kann. Es ist absoluter Traum, das ist genial. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin voll gefreut, dass ihr dabei wart. Ja, mein Tipp, einfach machen.
dann kommt man zu was. Dann erlebt man genau solche Sachen.